Naja, die Geschichte fing ja ein bisschen anders an und so. Also ich wurde so ein bisschen halb zum Boxen wieder überredet. Und ja, und da haben wir natürlich ausgemacht, wir machen jetzt mal zwei Kämpfe und dann schauen wir mal. Und dann habe ich das Angebot bekommen, gleich um die Europameisterschaft zu boxen nach einer langen Boxpause. Und da habe ich gesagt, mir machen oder nicht. Und dann, wenn man eine Meisterschaft machen kann, dann macht man die. Und ich habe es angenommen, es war für mich ein riesen Risiko. Aber ich habe den Kampf gewonnen und das ist das, was zählt. Und das hat mich jetzt dazu weiter bewegt, weiter zu boxen. Und ich bin jetzt da, wo ich jetzt stehe, halt auch durch den Kampf.